Mittweida Audio. Seit mehr als 15 Jahren gibt es die Bürgerakademie an der Hochschule Mittweida. Im Rahmen des Bildungsangebotes werden Vorträge, Exkursionen und Gesprächskreise angeboten. Die Gründe, warum die Bürger das Angebot wahrnehmen, sind unterschiedlich. Weil es mich ab und zu interessiert als Rentner, schaut man sich ganz einfach sowas mal an. Weil es interessant ist. Man kriegt viel gelernt. Ganz prima, würde ich sagen. Ich besuche sie regelmäßig, schon mindestens 5 Jahre. Und für mich ist das immer ein Vergnügen, kann man schon sagen. Und deswegen bedanke ich mich für diese Vorträge, für die Reihe. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, die Bürger zu informieren. Immer wieder was anderes, immer wieder was Neues und immer wieder spannend. Am 19. Mai fand ein Vortrag mit dem Thema Radio gestern und heute statt. Professor Dr. Michael Hösel von der Hochschule Mittweida informierte die 40 Teilnehmer über die Historie des Radios. Im Jahre 1924 kam es schon zur Gründung mehrerer Aktiengesellschaften, unter anderem im Bereich Leipzig die Mitteldeutsche Rundfunk AG, also sozusagen der Vorläufer des MDR. Auch technische Entwicklungen und der Blick in die Zukunft standen auf dem Programm. UKW ist ausgereizt. Es ist außerordentlich schwierig, dort neue Frequenzen zu bekommen. Seit Ewigkeiten geht es um das digitale Radio. Digital Radio Mondiale, DRM. Dann haben wir als zweites Digital Audio Broadcasting, DAB, und der Nachfolger DAB Plus. Der Nachfolger im Prinzip von DAB ist DMB, das nennt sich dann Digital Multimedia Broadcasting. Dort kann also auch zusätzlich Video übertragen werden. Ich kann Satellitenradio machen. Wer von Ihnen eine Satellitenschüssel hat, weiß dort also, dass eine Vielzahl von Radioprogrammen dort übertragen wurden. Die Zukunft des Radios liegt wahrscheinlich nicht bei DAB und DAB Plus, sondern dürfte im Internet liegen. Ich habe jetzt praktisch einen mobilen Empfänger mit einem UMTS-Anschluss. Ich habe dort eine Flatrate. Ich kann mal jeden Radiosender dieser Welt aufholen. Den Teilnehmern hat der Vortrag gefallen und es gab durchweg positive Rückmeldungen für die Bürgerakademie. Es war auf alle Fälle interessant. Und wenn man jetzt das neue Digitalradio und Fernsehen alles sieht, das ist schon beachtlich, was da geleistet wurde. Das ist interessant. Sehr gut. Ich wollte mal Rundfunkmechaniker werden. Ich wundere mich manchmal, dass nicht noch mehr herkommen, weil es wirklich schön ist.